Hallo zusammen und willkommen. Hast du schon die ersten Falten in deinem Gesicht bemerkt und willst dich jedoch wieder jung fühlen in deinem Aussehen? Dann haben wir den perfekten Tipp für eine Maske, die deine Haut wieder strafft und gleichzeitig reinigt. Und das Beste, du kannst sie eigenhändig und super einfach zu Hause zubereiten. Denn für diese Maske brauchst du nicht viel mehr als ein paar wenige Lebensmittel, die du mit großer Wahrscheinlichkeit sowieso daheim hast. Die Zubereitung deiner eigenen Maske erfordert zudem keinen hohen Zeitaufwand. In ca. 5 bis 10 Minuten hast du deine Maske fertig präpariert. Ein weiterer Vorteil ist, dass du die gewonnene Creme gleich mehrere Male hintereinander verwenden kannst. Um keine Gesundheitsvideos mehr zu verpassen, abonniere unseren Kanal und klicke auf das kleine Glöckchen. Jetzt verpasst du keine neuen Videos mehr, die wir täglich für dich hochladen. Für die Creme brauchst du nicht mehr als 3 Zutaten und einen Mixer. Das Rezept für die Maske besteht aus einer Banane, einer Tomate und dem Gel der Aloe Vera Pflanze. Im ersten Schritt nimmst du die Banane zur Hand und entfernst natürlich die Schale. Nun schneidest du die Banane in kleine Scheiben, damit sie später im Mixer besser umzurühren ist. Als nächstes nimmst du dir ein Blatt der Aloe Vera Pflanze. Davon schneidest du ein Stück ab, das etwa 2 Finger breit lang ist. Von diesem Stück entfernst du nun auch hier vorsichtig mit einem Messer die Schale, sodass nur noch das Gel im Inneren übrig bleibt. Dieses zerkleinerst du daraufhin und gibst es mit der Banane in eine Mixschüssel. Anschließend greifst du dir noch deine Tomate und schneidest diese klein. Hierbei ist es ganz wichtig, dass du die Haut der Tomate nicht entfernst. Schließlich gibst du auch die zerkleinerte Tomate mit in den Mixbecher. Nun musst du deine Zutaten nur noch durchmixen, sodass eine relativ dickflüssige Masse entsteht. Am besten füllst du deine gewonnene Creme aus dem Mixgerät um in ein kleines, verschließbares Gefäß, das zur längerfristigen Aufbewahrung dient. Deine selbst zubereitete Maske trägst du nun 2 bis 3 Mal die Woche auf deine Haut auf. Dort lässt du sie jeweils für 30 Minuten ziehen, bevor du sie dann wieder entfernst und abwäschst. Wie aber nun ist die Wirkung? Die 3 Zutaten sind der perfekte Mix für die Ebnung deiner Gesichtshaut. Ihre enthaltenen Stoffe sind eine echte Wunderwaffe für die Straffung des Hautbildes. Bananen enthalten wichtige Nährstoffe wie Vitamine, Kalium, Zink und Eiweiß. Darüber hinaus besitzen sie einen hohen Wassergehalt. Dies ist entscheidend für ihre äußerliche Anwendung. Trägt man Banane auf die Haut auf, spendet sie Feuchtigkeit und trägt so zu einem reinigenden und glättenden Hautbild bei. Das Gel der Aloe Vera Pflanze ist ein echtes Wundermittel gegen Pickel, Akne, unreine Haut und jegliche Art von Hautunreinheiten. Zudem entfernt es Alterserscheinungen wie Falten der Haut. Das Gel ist bekannt für seine Beschleunigung von Heilprozessen und die Beruhigung der Haut im Allgemeinen. Viele Dermatologen schwören auf die Heilkraft von Aloe Vera, weshalb die Pflanze schon seit Jahren Anwendung in der Medizin findet. Tomaten hingegen enthalten wichtige Vitamine, die unsere Körperfunktion unterstützen und des Weiteren den Wirkstoff Lycopin. Dieser fängt Bakterien ab und beseitigt diese. Dementsprechend tragen viele der in Tomaten enthaltenen Wirkstoffe zu einem besseren Hautbild bei. Die Anwendung dieser speziellen Maske wird dir also dazu verhelfen, deine Falten loszuwerden und dich schon bald wieder jung und frisch in deinem Körper und deinem Aussehen zu fühlen. Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zusehen.